Man muss es so deutlich sagen, Erik Lindt hat im ersten Satz Riesenprobleme gehabt. 13 zu 21 hat er ganz deutlich verloren, den ersten Durchgang. Er hat Probleme gehabt mit Grubbers Aufschlag, das war deutlich zu erkennen. Jetzt sieht es etwas besser aus, 6 beide. Peter Stellberg, Sie haben gegen beide schon mehrfach gespielt. Vielleicht sagen wir ein bisschen was auch zu Andrzej Grubba, den fast 40-Jährigen, der immer noch sensationelle Leistungen in Grenzau bringt. Ja, das ist vollkommen richtig. Ich bin also wirklich überrascht, wie gut er noch imstande ist zu spielen. Ich glaube, er kennt seinen Körper sehr genau, trainiert wahrscheinlich nur sehr, sehr dosiert und bringt sich dann oft das jeweilige Bundesliga-Ereignis in Topform. Er wird ja wohl, denke ich, auch international jetzt nicht mehr spielen, sodass er sich gebündelt konzentriert auf diese Bundesliga-Spiele vorbereiten kann. Er ist schon immer ein Filigrantechniker gewesen, par excellence. Er spielt eine perfekte Rückhand. Was er ganz hervorragend macht, sind natürlich seine Rhythmuswechsel. Er kann Tempo gehen, er kann das Tempo rausnehmen vom Spiel. Leichte Schwäche vielleicht, würde ich sagen, ist die weite Vorhand. Aber ich denke, dass er heute in dem Spiel gegen Erik Lindt versuchen wird, mit seiner Rückhand das Spiel variabel zu gestalten. Und ich denke, Erik muss mit seiner Rückhand das Spiel ganz weit in die Vorhand von Andrzej Grubba versuchen zu spielen, um überhaupt eine Chance in dem Spiel zu haben. Denn auch über dem Tisch in den kurzen Bällen ist Andrzej Grubba eigentlich doch im Vorteil. Und Erik Lindt selbst ist ein Spieler, der das schnelle Spiel liebt, der mit sehr, sehr hohem Risiko und Tempo spielt. Und das ist natürlich etwas von Andrzej Grubba, weil er nun perfekt ist im Tempo gehen und Tempo rausnehmen, dass er ihn da vor sehr, sehr große Probleme stellen wird. Es kommt sicherlich hinzu, dass die zwei sich schon natürlich zigfach international gegenüberstanden. Und ich vermute mal, so wie ich das Spiel jetzt sehe, dass da eigentlich schon das Spiel irgendwo ein bisschen ausgelotet ist. Und je öfter man natürlich gegen so einen Spitzenmann verliert, desto mehr Respekt entsteht. Und desto schwieriger wird es natürlich, so wieder ins Spiel zurückzukommen. Und ja, da sieht man gerade wieder, wie Andrzej Grubba auch dann wieder Vorhand, sogar sehr gute Vorhandbälle per Smash für sich entscheiden kann. Und ich denke, dass das nun doch eine relativ eindeutige Partie voll geben wird zugunsten von Andrzej Grubba. Ja, wenn man ein bisschen Zyniker ist, dann kann man sagen, dass Erik Lindt gegenüber dem Hinspiel sich schon deutlich verbessert hat. Da gab es nämlich eine Art Bestrafung. Er verlor 21-8, 21-10 gegen den Polen. Also das sieht natürlich jetzt schon ein bisschen freundlicher aus. Aber ganz klar, in diesem Match hier, da scheint er wieder zumindest ohne echte Siegchance zu sein. Der inzwischen auch 33-jährige Erik Lindt. Andrzej Grubba hat übrigens einen Vertrag auch für die neue Saison unterschrieben. Allerdings will er nicht mehr so viel spielen, das hat er ganz deutlich gesagt. Und der TTC Zugbrücke Grenzau hat sich ja verstärken können, hat Chancy Bin verpflichtet, die Nummer 1 des Post-SV Mülheim. Und das gibt Grubba dann Gelegenheit, wohl doch ein bisschen zurückzutreten, nur noch dann die kurze Hose anzuziehen, wie er immer sagt, wenn einer der Stammspieler verletzt ist. Aber er bringt immer noch klasse Leistungen. Ich glaube, ein Grubba würde fast jeder Mannschaft gut zu Gesicht stehen, während wir hier sehen, dass sein Vorsprung ganz deutlich angewachsen ist. 17 zu 8 jetzt die Führung. 5 Punkte in Folge hat er gemacht, Andrzej Grubba. Ein bisschen was für die Zuschauer, Peter, oder ist das schon auch einfach gewollt? Das kann man durchaus auch als Taktik verstehen. Andrzej Grubba beherrscht das Spiel aus der Halbdistanz und kann die Bälle lang machen, hinten an die Grundlinie rein. Und da ist es unwahrscheinlich schwierig, zum Endschlag anzusetzen, zumal Andrzej Grubba eigentlich perfekt hinten steht und sehr, sehr gut antizipiert und auch einmal weiß, wo der Ball hinkommt. Also da zum Punkt zu kommen, das ist wahnsinnig schwierig gegen ihn. Also das ist taktisches Kalkül, wobei bei dem Zwischenstand ja nun nicht unbedingt mehr davon gesprochen werden muss, denn das Spiel dürfte wohl, denke ich, entschieden sein. Aber nicht umsonst wird Andrzej Grubba immer gerne verpflichtet für irgendwelche Showkämpfe im Tischtennis, gibt es die ja auch reichlich. Und da zaubert er dann ein bisschen mit dem kleinen Zellwaldball, wie jetzt zum Beispiel hier.
sicher, das ist sicherlich eine Einlage jetzt. Und ich denke, da wird es der Erik schwer haben, zum Punkt überhaupt zu kommen, solange der Ball hinten reinkommt. Jetzt hat er ihn aber richtig erwischt, auf dem falschen Fuß erwischt und kam zum Punkt. Es ist wahnsinnig schwierig natürlich, jetzt bei so einem Spielstand noch entsprechend gegen einen André Kuba anzukommen. Da muss schon sehr, sehr viel passieren, um das Spiel noch irgendwo wenden zu können. Das kommt in seltenen Fällen vor, aber sicherlich aus einem etwas anderen Spielverlauf heraus. Erik Lindt in den letzten Wochen eigentlich ganz gut in Form gekommen, konnte 3 Siege hintereinander feiern, bevor er dann gegen Oh Sang-eun, den Koreaner aus Bad Honnef, knapp verlor. Allerdings in der Vorrunde ganz klar enttäuschende Leistungen des Schweden, der allerdings mit Rückenproblemen zu kämpfen hatte, zumindest bis Ende des Jahres fast nie schmerzfrei spielen konnte, sicher auch ein Grund für die nicht immer optimalen Leistungen des Schweden. Das ist ganz klar. Ich meine, wenn man im vorderen Parkholz spielt, ist es logisch, wenn sie nur 10% weniger spielen, dann gewinnen sie im Prinzip kein Spiel mehr. Und Erik war nun in der Vorrunde, das ist Tatsache, sicherlich auch verletzt. Und dann wieder in diesen Spielrhythmus reinzukommen, ist wahnsinnig schwierig, weil es gibt keinen einzigen Gegner, wo man sagen kann, von vornherein, man kann gewinnen. Die Entscheidung ist da, 21-13, 21-13 für ihn hier, für André Gruber, der es immer wieder schafft, zumindest einen Punkt zum Mannschaftsergebnis beizusteuern. Und das bedeutet, nach diesem Sieg steht es 4-0 für den TTC Zugbrücke Grenzau. Mit diesem Zwischenergebnis konnte man nun wirklich nicht.